Im heutigen Interview, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio, geht es um die Frage, ob wir überhaupt was bewirken können hier im Netz. Bewegen wir uns hier in einem Informationsghetto, in dem sich 1-2000 Leute immer dieselben Nachrichten zuschubsen? Oder ist es in der Tat so, dass wir in der Lage sind, den Qualitätsmedien, den großen Konzernen, einen Teil ihrer Leserschaft und Hörerschaft abzuluxen? Um dieser Frage mal ein bisschen näher zu kommen oder der Beantwortung dieser Frage, haben wir heute zu Gast die Frau Dr. Sabine Schiffer. Sie betreibt das Institut für Medienverantwortung. Wer sich das anschauen will, der kann mal gucken unter www.medienverantwortung.de. Frau Dr. Schiffer, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns nehmen. Hallo, gerne. Ja, vielleicht gleich eingangs mal eine ganz offene Frage. Wie schätzen Sie die Rolle alternativer Medien ein? Nun, Sie haben eigentlich die Problematik bzw. die beiden Pole der Problematik ja schon sehr gut formuliert. Ich würde sagen, wir haben da durchaus ein Fenster, in dem man einiges bewirken kann. Ich will mal so Blogs nennen, die groß geworden sind, wie die Nachdenkseiten beispielsweise, die doch, denke ich, sehr viele Menschen erreichen, zum Nachdenken tatsächlich anregen und gute Informationen liefern, alternative Informationen. Auf der anderen Seite ist, glaube ich, ein Bewusstsein für die Problematik, dass man sich mit dieser Art der Kommunikation auch sehr in der eigenen Soße bewegen kann, also durch die Google-Algorithmen beispielsweise, dass man Informationen vor allem bekommt, die man sowieso schon sucht, also das Konterkarierende vielleicht fehlt oder sich dann in Mailzirkeln tatsächlich nur im eigenen Kreis bewegt, die gibt es auch. Und insgesamt gibt es eben noch die Problematik, dass sich dieses Fenster der freien Kommunikation ja auch schließt. Es ist nicht erst seit dem NSA-Skandal bekannt, dass man Spuren im Netz hinterlässt. Und damit präsentiert man sich natürlich auch in einer gewissen Art und Weise. Und es wird leicht möglich, ein paar zentrale Figuren auch gezielt zu beobachten und vielleicht auch auszuschalten, ihre Kommunikationsmöglichkeiten im Netz, womit dann solche alternativen Zirkel auch aufgebrochen werden können. Halten Sie denn so eine Gegenöffentlichkeit überhaupt für wichtig? Ja, die halten wir für absolut erforderlich. Also zunächst mal gegen, das hört sich immer so negativ an. Also man kann ja gucken in allen Medien, ob nun die sogenannten Etablierten, die sich Qualitätsmedien nennen, die sogenannten seriösen oder alternative Blogs und so weiter. Man findet überall immer interessante Informationen, aber nicht unbedingt zur aufmerksamkeitsrelevanten Stelle. Also nicht unbedingt in den Hauptnachrichten oder auf den Titelseiten der Zeitungen. Ich empfehle immer Tageszeitungen ab Seite 4, die kleinen Meldungen sehr aufmerksam zu lesen. Und dann kann man dann sich die wichtigen Hinweise teilweise durch fundiertere Informationen dann ergänzen. Da wird viel gesammelt. Da werden manche Themen, die klein gehalten werden, dann durch alternative Medien und aktive Menschen groß gemacht. Das ist wichtig. Ob man wirklich aus dem Agenda-Setting herauskommt, dass sich andere für uns ausdenken, da bin ich nicht so sicher. Inwiefern es tatsächlich gegen sozusagen immer reaktiv ist und nicht aktiv im Sinne von feststellen, was ist eigentlich wichtig, was ist das Relevanteste, was müsste man kontinuierlich verfolgen, um tatsächlich diesem, was man so Mainstream nennt, etwas entgegensetzen zu können. Nun ist die Frage, unsere Breitenwirkung der, ich nenne sie mal Netzgemeinde, hat sich ja schon ein bisschen vergrößert über die letzten Jahre hinweg. Meinen Sie, dass das relevant ist oder ist es völlig hoffnungslos? Ich meine, überlegen wir mal, wie viele Haushalte haben jetzt noch TV und jeden Abend sitzen, ich weiß nicht, wie viele Millionen Deutsche vor der Glotze und lassen sich dort im Grunde auch informieren oder eben auch indoktrinieren. Ist das nicht ein David gegen Goliath? Das ist das eine, dass ich denke, man muss nicht davon ausgehen, dass das eine Medium das andere abschaffen wird. Es wird eine Konvergenz geben, wo man dann diese Dinge, die wir heute im Fernsehen haben und tun, dann auch im Internet haben und tun wird. Und es ist natürlich nicht so, dass man der Berieselung auf der einen Seite jetzt die tolle aktive Netzgemeinde auf der anderen gegenüberstellt, sondern man sieht, was da teilweise im Games-Bereich oder auch sonst im Unterhaltungs- oder auch im kommerziellen Verkaufensbereich im Netz alles los ist, dann
kann man natürlich schon sehen, dass es nicht viel nicht primär darum geht, da jetzt die bürgerliche Mitbestimmung und demokratische Auseinandersetzung zu fördern, sondern es wiederum um, ich nenne es mal Entertainment und vielleicht Ablenkung geht. Also dem entgeht man jetzt durch eine andere Form von Medien vielleicht nicht. Darf man sich auch nicht täuschen lassen, wenn man sich gerade selber in einem aktiven Netzwerk bewegt. Diesen Divide, von dem man immer gesprochen hat, also diese Schere zwischen denen, die aus den Medien, wie immer sie sind, etwas Nützliches herausziehen und denen, die dadurch noch mehr abgelenkt werden und von Aktivität im Alltag abgehalten werden, die sogenannte Bildungsschere auch, das geht durch die neuen Medien noch weiter auf als durch die alten. Und da hatten wir ja schon eine verstärkende Tendenz mit der Einführung des Fernsehens. Nun gibt es ja massive Einbrüche bei den Absatzzahlen von Zeitungen. Wir wissen zum Beispiel, dass das Handelsblatt in Schwierigkeiten ist. Auch andere Zeitungen, Berliner Zeitung musste, glaube ich, sogar schließen, weiß ich jetzt nicht genau. Dann sieht man ja auch, was für ein, entschuldigen Sie den Duktus, Shitstorm zum Beispiel auf den Spiegel zukam nach seinem letzten Beitrag Stoppt Putin jetzt mit den angeblichen Konterfeis dieser MH17-Flugzeugopfer. Also hängt gerade der Haussegen schief in der Redaktion. Der Chefredakteur, der Wolfgang Büchner, steht gerade zur Disposition, dann Müller von Blumenkron und sein Kollege sind sogar beurlaubt worden, die beiden Chefredakteure. Also man kann ja schon sagen, dass die Zuschauer da oder die Leser da durchaus ihre Meinung haben und da auch ganz klar sagen, also was ihr da schreibt, das ist ja unter aller Sau, das geht ja gar nicht, das ist ja Kriegshetzerei. Ja? Jetzt ist die Frage, ist denn das so, dass sie jetzt wirklich enttäuscht sind, die Leser sagen, dieses ehemalige Nachrichtenmagazin, das ist ja inzwischen geflügeltes Wort, werde ich nie wieder lesen, oder gehen die nur einfach auf Spiegel Online, um sich die Abokosten zu sparen? Also einmal sieht man ja da an diesem Ablauf jetzt, dass die Reaktionen des Publikums ja nicht zu unterschätzen sind. Da hat man sich lange gegen gewehrt, gerade jetzt, was die Ukraine-Berichterstattung anbelangt. Da wurde gerne von Putins Trollen und sonstigen geschwafelt, die da angeblich alle im Netz unterwegs sind und sich beschweren, so als gäbe es keine berechtigte Kritik. Aber gerade an dem Beispiel jetzt, wo der Spiegel es nur wirklich extrem überzogen hat und sich ja nicht mehr von der Titelseite der Bild-Zeitung unterschieden hat, da sind dann doch zu viele auf die Barrikaden gegangen und das hat seine Wirkung. Und ich denke, das sollte man auch nicht unterschätzen im etablierten Mediensystem. Also sich vorzustellen, dann nehmen wir das jetzt nicht mehr, sondern machen was anderes. Es hat nicht die gleichen Zahlen, die Menschen zu erreichen. Und wir müssten uns allgemein überlegen, dass man Journalismus natürlich auch bezahlen muss. Zu glauben, das gibt's jetzt eben kostenlos im Netz, Stichwort Spiegel Online oder eben auch andere Dinge, ist natürlich ein Mythos. Also irgendwo müssen ja die Informationen herkommen, da müssen Leute recherchieren, da müssen Korrespondenten unterwegs sein. Zum Beispiel eine sehr fatale Entwicklung, die Ausdünnung der Korrespondentennetze weltweit. Das sind meiner Meinung nach viel wichtigere Umbrüche, als jetzt zu gucken, ob die Auflagenzahlen von Zeitungen zurückgehen, wobei sich das eine mit dem anderen natürlich bedingt. Aber da ist, glaube ich, ein bisschen ein Mythos entstanden, zu glauben, ja, wir verlegen uns jetzt aufs Internet und dann sparen wir einerseits Kosten, haben aber trotzdem die bessere Qualität oder eine bessere Auswahl von Informationen. So ist es meiner Meinung nach nicht. Wir müssen um die guten, alten, etablierten Medien kämpfen. Wir müssen uns einmischen, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo wir ja für bezahlen müssen und wo es auch Rundfunkstaatsverträge gibt, die offensichtlich nicht erfüllt werden. Da haben wir eigentlich ein großes Potenzial, wo wir auch eine Leistung für einfordern können. Und nur zu sagen, nö, das passt uns nicht, jetzt machen wir mal einen eigenen Blog auf, das ist natürlich nicht nachhaltig genug. Das ist in dem Sinne kein System, das langfristig trägt. Und da wir brauchen aber für demokratische Prozesse, für Meinungsbildung, für Entscheidungsprozesse eine gute Informationszufuhr. Und ich finde, da sind die Überlegungen, wie man das nachhaltig bewerkstelligen kann, überhaupt noch nicht weit gediehen. Sie haben da gerade ein tolles Stichwort gegeben, Vertragsbruch. Ich lese hier mal einen Teil aus unserem Rundfunkstaatsvertrag
vor. Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von der Berichterstattung deutlich zu trennen und unter Nennung des Verfassers als solche zu kennzeichnen. Die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten haben bei der Erfüllung ihres Auftrages die Grundsätze der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung, die Meinungsvielfalt sowie die Ausgewogenheit ihrer Angebote zu berücksichtigen. Könnte man sagen, dass da hier ein ganz klarer Vertragsbruch stattfindet, denn das ist ja dann ein Straftatbestand. Ja, eigentlich stimmt das. Ich habe mich da auch schon erkundigt, aber das ist gar nicht so einfach, diesen Straftatbestand tatsächlich zur Anzeige zu bringen. Wir haben ja gerade in Bezug auf die Ukraine-Berichterstattung einige sehr gehaltvolle Programmbeschwerden gehabt. Das ist teilweise kurios, wie darauf geantwortet wird aus den jetzt speziell ARD aktuell verantwortlichen NDR-Redaktionen. Dass man sagen könnte, die schaffen sich eigentlich selber ab, wenn sie dieses Exklusivrecht, was wir durch den Rundfunkstaatsvertrag haben, auch gar nicht mehr ausüben wollen. Da sind natürlich ein paar Idealtypen drin formuliert. Also zum Beispiel Bericht ist von Kommentar klar zu trennen. Das ist einerseits gut, das ist schon ein richtiges Ziel, aber auf der anderen Seite ist natürlich jede Wortwahl schon ein Kommentar. Ja, wenn ich die Demonstranten auf dem Maidan nicht pro-westliche Separatisten nenne, dafür aber die Demonstranten in der Ostukraine pro-russischer Mord, dann habe ich damit auch innerhalb eines Berichtes schon ganz klar eine Position bezogen und eine Perspektive auf den Sachverhalt geworfen. Also dem Mythos sollten wir uns nicht hingeben, zu glauben, dass irgendwelche Berichte objektiv und neutral sein könnten. Die Wahrhaftigkeit, also das nach bestem Wissen und Gewissen das wiederzugeben, was man so als Wahrheit erkannt hat, das ist sicherlich ein anstrebenswertes Ziel und das wird eindeutig nicht erfüllt. Da gibt es genügend Belege für klare Manipulationen, bewusst oder unbewusst. Und da sollten wir uns als Bürger, ich bin ja auch Mitbegründerin der Publikumsratsinitiative, da sollten wir uns als Bürger durchaus mal Gedanken machen, wie wir hier unsere Rechte einfordern. Als Finanzier des Ganzen dürfen wir uns da ruhig hinstellen und eine entsprechende Qualität einfordern. Und man könnte durchaus sich hier mal mit entsprechenden Medienrechtlern, da sind sie ja in Hamburg an einer ganz guten Adresse, zusammentun, da mal zu prüfen, inwiefern nicht der Rechtsweg, also tatsächlich die Strafanzeige, Möglichkeiten bieten, bis zu welchem Grad. Aber natürlich kommt man dann auch nicht drum herum, weiter Öffentlichkeit zu suchen für die Anliegen, weil ich den Eindruck habe, viele Menschen sind politisiert worden durch die extreme Hetze der letzten Monate. Es war einfach so extrem und einseitig, dass selbst viele Menschen, die sich noch nicht politisch betätigt haben oder medienkritisch betätigt haben, da inzwischen merken, da stimmt was nicht und sich Mittel und Wege suchen, ihren Protest auch zum Ausdruck zu bringen. Ein ganz typisches Narrativ, das wir in diesen Tagen erleben, das sind die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine. Die werden von der Kiewer Regierung, möchte ich nicht sagen, nennen wir sie Junta, als Terroristen bezeichnet und in unseren Medien eben als pro-russische Separatisten. Dabei sind es doch eigentlich Antifaschisten, die sich gegen die Nazis in Kiew zur Wehr setzen und die im Grunde ihre Häuser verteidigen. Wie sehen Sie das? Ah, das ist gut, dass Sie mal diesen Begriff verwenden, denn das pro-russische so und so hat sich ja schon so festgesetzt, dass kaum noch jemand überlegen kann, dass es tatsächlich antifaschistische Kräfte gibt und was dieser Faschismus in der Ukraine bedeutet. Kaum die wenigsten nehmen darüber natürlich auch wahr, dass Russland offensichtlich gar nicht daran interessiert zu sein scheint, sich diesen ja auch sozialen Kampf im Osten der Ukraine gegen die Oligarchen ins eigene Land zu importieren. Also, dass man diese Verbindung, die dieses Wort pro-russischer Separatist suggeriert, in der Form vielleicht gar nicht gibt. Das sind dann so verschleiernde Begriffe, die dann dominant werden, die wie Spins wirken. Ja, die haben dann so einen Dreh und geben dem Ganzen so eine Ausrichtung und mögen die Realität nur am Rande streifen. Natürlich kann man immer irgendjemanden finden, der einem dann den entsprechenden O-Ton gibt und die anderen, die was anderes sagen, dann einfach nicht ausstrahlen. Ja, genauso ist es ja bei dieser Annexion der Krim.
Ich weiß nur, dass über 96% der Krim-Bewohner bei diesem Referendum teilgenommen haben. Und von diesen 96% haben sich über 98%, ich glaube 98,6%, für eine Abspaltung von der Ukraine und für einen Anschluss an die Russische Föderation ausgesprochen. Und trotzdem gelten die als annektiert. Also das sieht man überall, ja. Auch wenn ich Das ist das auch jetzt. ein Beispiel für Sprache und Macht im Grunde genommen. Das ist ja unter Völkerrechtlern auch diskutiert worden und auch verglichen worden, beispielsweise mit der Anerkennung des Referendums im Kosovo. Entweder man verurteilt beides oder man akzeptiert beides, wie es war. Aber hier die Zuwendung, ja, der wurde frei, den haben wir dann anerkannt als solches und die anderen sind annektiert worden. Das ist natürlich eine einseitige Zuweisung, die man so nicht hinnimmt. Nehmen kann. Und damit wird Politik gemacht und unsere Medien erfüllen an der Stelle einfach nicht ihren Auftrag als vierte, als kontrollierende Gewalt, sondern sie sind einfach nur Verlautbarungsorgane einer bestimmten politischen Ausrichtung. Und damit haben sie im Grunde genommen versagt. Ja, und vor allen Dingen darf man ja nicht vergessen, die Katalanen wollen sich von Spanien abspalten, die Basken ebenfalls, Schottland will sich gerade von Großbritannien abspalten, die Flamen wollen sich von Belgien abspalten. Am 4. Juli haben die USA ihren Unabhängigkeitstag gefeiert. Damals haben sie sich von Großbritannien, also vom britischen Empire, abgespalten. Und sogar das Saarland bei uns, das war mal französisch und hat sich dann aber ebenfalls abgespalten und Deutschland zugeschlagen. Also das ist durchaus kein Einzelvorfall, den wir hier sehen. Und das ist völkerrechtlich auch voll und ganz abgedeckt. Also da sieht man auch, wie Meinung gemacht wird. Ja, das wäre auch ganz wichtig. Deswegen empfehle ich immer Fortbildungen für Journalisten im Völkerrecht, weil da viel zu schnell irgendwelche offiziellen Stellungnahmen nachgebetet werden. Das hat ja zwei Komponenten. Das eine ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker und das andere ist die Integrität eines einmal etablierten Staates. Und je nachdem, je nach politischem Willen kann man sehen, wird gerne mal auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker gepocht oder aber, jetzt wie hier in diesem Fall, Ukraine, will man dann die Integrität des Staates plötzlich gewahrt Also die sehen. Unverletzbarkeit der Der Grenzen. Grenzen, genau. Und das ist ein Messen mit zweierlei Maß. Da muss man ganz klar vor Ort prüfen. Das ist übrigens auch im Nahostkonflikt spielt das eine wichtige Rolle. Wer hat hier welches Selbstverteidigungsrecht? Wenn ich von der Integrität der Grenzen ausgehe, die ja auf einer Seite, wo es ja gar keine gibt, aber dann habe ich natürlich eine ganz andere Gewichtung in der Art, wer hier ein Recht zur Selbstverteidigung hat, als wenn es vom Selbstbestimmungsrecht der Völker ausgeht, wo man hier ganz klar sagen muss, da ist eine Besatzung und insofern läge eigentlich das Selbstverteidigungsrecht auf dieser Seite. Ja, das ist eben Artikel 1 Absatz 2 im Völkerrecht. Darauf wird dann immer nicht hingewiesen. Ja, gut, ich meine, solange wir uns da beim Deutschen Medienrat beschweren, kriegen wir ein lauwarmes Lächeln. Mehr ist ja nicht übrig. Aber jetzt kommen wir mal ein bisschen zu den interessanteren Punkten, nämlich Paragraph 186 Strafgesetzbuch, üble Nachrede. Wer in Beziehung auf einen anderen Tatsachen behauptet oder verbreitet, welche denselben verächtlich machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen geeignet sind, wenn nicht diese Tatsache erweislich war, es wird mit Freiheitsstrafen und so weiter. Oder ein Paragraph weiter, 187 StGB Verleumdung. Wer wider besseren Wissens in Beziehung auf einen anderen eine unwahre Tatsache verbreitet oder denselben verächtlich zu machen oder in der öffentlichen Meinung herabzuwürdigen versucht. Das ist auch ein Straftat. Und dann kommen wir noch, das ist noch interessanter, Paragraph 130, Volksverhetzung. Schriften, die zum Hass gegen eine vorbezeichnete Gruppe, Teile der Bevölkerung oder gegen einen Einzelnen wegen seiner Zugehörigkeit zur Bevölkerung aufstacheln, zu Gewalt oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder ihre Menschenwürde dadurch angreifen, dass sie beschimpft, böswillig, verächtlich gemacht oder verleumdet werden. Ja, der macht sich auch strafbar. Also im Grunde genommen könnte man hier ja eigentlich mit einem Trupp guter Medienanwälte durchaus ein bisschen Furore machen. Was meinen Sie? Im Grunde genommen ja, und das wäre wichtig, hier auch Präzedenzfälle zu setzen. Ich will es mal an dem Paragraphen 130 Volksverhetzung festmachen und auch mal an dem Beispiel Internet. Das ist ja leider auch nicht frei davon. Da gibt es ja genügend Hetzblogs auch. Ich denke jetzt gerade mal an unser gerade verblassendes Feindbild, weil wir ja jetzt momentan die Russen wiederentdeckt haben, nämlich das Islambild. Da gibt es etliche Hetzblogs gegen Muslime, wo es nicht gelungen ist, bis jetzt zu vermitteln, dass das Volksverhetzung ist.
ist, sondern das gilt immer noch als Meinungsfreiheit. Und da sind wären Standards anzuwenden, die man sich in anderen Bereichen vielleicht erarbeitet hat, zum Beispiel bei der ganz klaren Verurteilung von Antisemitismus, dass man das auch auf die Diffamierung von anderen Minderheiten überträgt, auch beispielsweise Roma, was jetzt über die Berichterstattung über Osteuropäer und so teilweise in die Berichterstattung eingesunken ist. Und da gibt es leider keinen Unterschied, keinen wesentlichen zwischen den etablierten Medien und dem, was man dort in Hetzblogs finden kann. Das Gleiche gilt dann für Verleumdung oder üble Nachrede. Da ist natürlich so der Grundsatz der, je öffentlicher eine Person, umso mehr kann man über sie behaupten. Da muss man sozusagen mehr Kritik einstecken, als wenn es jetzt um sehr persönliche Privatsphären geht. Aber auch hier müssten eigentlich längst bestimmte Dinge greifen, gerade wenn man sich dieses Putin-Bashing der letzten Monate, aber auch schon Jahre anschaut. Also wir haben ja da beispielsweise eine Bachelorarbeit von Frau Zwingli veröffentlicht über die sprachliche Attribuierung zu Putin und Obama im Vergleich, wo sie das an der SZ und der FAZ im Vergleich nachweist, über Jahre hinweg wieder eindeutig idealisiert und dämonisiert wird. Raten Sie mal, wen was? Erfüllt eigentlich schon, das sind dann so Grenzen zur Verleumdung, üble Nachrede, wo fängt das an, wo hört das auf? Also diese Zuweisung der Toten jetzt von diesem MH17-Flug, wo ja noch gar nichts genau geklärt ist, das ist natürlich auf jeden Fall auch ein Verrat an dem, was wir ja eigentlich sonst in der Berichterstattung hochhalten, nämlich die Unschuldsvermutung. Das scheint hier in dem Kontext komplett ausgehebelt zu sein, dass wir da mal automatisch Schuld zuweisen und das offensichtlich durchgeht, ohne dass da irgendjemand aufsteht. Da könnte ja auch ohne eine Anzeige von außen die Staatsanwaltschaft aktiv werden, weil sie ein gesellschaftliches Interesse erkennt, gegen solche Hetze vorzugehen. Bisher ist mir nichts bekannt, dass das passiert wäre. Die Staatsanwaltschaft, die muss vor allen Dingen bei Offizinaldelikten, also Ja, nun ist es allerdings so, das heißt ja so, wenn wir es heute lesen, dann kommt es in einem halben Jahr in der Zeitung. Es gab da eine Kampagne, zum Beispiel vor 2 Jahren war das, als die Kriegssituation zwischen Israel und dem Iran sehr angespannt war und wirklich die Knesset, der Likud, damit gedroht hat, den Iran auch notfalls alleine anzugreifen. Damals hat ein junger Webdesigner, Grafikdesigner, ein gewisser Ronny Etri, eine Facebook-Kampagne gestartet. Da hat er sich fotografiert mit seiner kleinen Tochter und darunter dann in leuchtenden Lettern geschrieben, Iranians, we will never bomb your country, we love you. Das hat eine wahnsinnige Breitenwirkung entwickelt und irgendwann mussten sie es dann auch im Fernsehen bringen und dadurch hat es noch mehr Breitenwirkung entwickelt. Meinen Sie, dass sowas wieder möglich ist? Wir haben zum Beispiel auch gerade eine Kampagne am Laufen, Let Us Be Friends, wo wir also Russen dann die Hand schütteln und einfach auf Freundschaft setzen, anstatt auf Diffamierung. Wie kann man so eine Kampagne denn überhaupt erfolgreich verbreiten, so dass das wieder so ein Knüller wird wie bei Ronny Etri? Und irgendwann müssten dann ja auch die Öffentlich-Rechtlichen, überhaupt die großen Medien, gezwungen sein, das aufzugreifen, das Thema. Ja, das ist genau das Problem. Und da momentan, wie man an dem Beispiel von Ronny Edri sieht, wenn es sozusagen ein Nerv der Zeit trifft und man ein Medium findet, wo man so eine kritische Masse überschreiten kann, dann können sich die anderen da nicht mehr gegen wehren, das auch zu bringen. Das war eine großartige Sache, die zeigt, was möglich ist. Momentan, es läuft ja in den USA eine große Kampagne, If I am gunned down oder so ähnlich heißt sie, wenn ich erschossen würde, also welche Fotos würde man von mir dann in den Medien veröffentlichen anlässlich dieses Todes des schwarzen Jugendlichen, wo man eben festgestellt hat, dass von ihm keine sympathischen Fotos in den Medien verbreitet wurden, sondern die, wo er dann so ein bisschen cool und lässig und ein bisschen provokant rumsteht und dass man das so als Prinzip erkannt hat. Und das ist eine breite Debatte gerade in den USA. Solche Dinge sind möglich, wenn man gerade einen Nerv trifft, der viele Menschen bewegt und dann so eine kritische Masse überschreitet.
Aber wir haben ja, wir dürfen vielleicht nicht unterschätzen, was wir momentan für eine Entwicklung im Internet haben. Beispielsweise wird ja viel von Freiheit geredet, aber im Grunde genommen sind das die AGBs von großen Firmen. Und die Debatte um die verschiedene Netzgeschwindigkeit, die dürfte ja doch wenigen entgangen sein, hoffe ich mal. Das sind eindeutig Tendenzen, die es vom Geldbeutel abhängig machen werden, wer wie viel Durchschlagskraft im Netz noch haben wird. Dann werden solche Kampagnen, die sozusagen auf einem reinen Idealismus beruhen und vielleicht es geschafft haben, mit einer guten Ikonografie, mit guten Bild- und Texten, Slogans dann Menschen zu erreichen, sowas wird dann immer unwahrscheinlicher, weil es dann tatsächlich von Lobbyismus und PR-Geldern abhängig sein wird. Nun fragt man sich natürlich, warum geben die sich so eine Mühe, das Netz zu regulieren und die Informationsfreiheit auszuhebeln, dann sind vielleicht diese ganzen Blogger und Webradios doch gar nicht so irrelevant, wie sie immer denken, denn sonst würden sich ja die Großen gar nicht erst die Mühe machen müssen, die einzudämmen. Ganz richtig. Also man kann das ja sehen bei allen möglichen Bewegungen, die entsteht. So wie die eine Bewegung jetzt irgendwie Durchschlagskraft gewinnt und stört, gibt es alle möglichen Techniken zu versuchen, sie in Misskredit zu bringen. Also ich nenne mal Occupy als Beispiel. Da wurde dann schnell Antisemitismus ausgemacht und damit war diese antikapitalistische Bewegung relativ schnell diskreditiert. Das ist das eine. Auf der anderen Seite darf man sich natürlich nicht der Illusion hingeben, dass Netz ist ja nicht gemacht worden, um uns die Freiheit zu geben. Das ist ein Abfallprodukt des Militärs. Es ging immer mit um Überwachung und Kontrolle. Natürlich, es gibt alle auf allen Ebenen, also jetzt nicht nur Netzkontrollen, Sperren, Überwachung oder eben unterschiedliche Netzgeschwindigkeiten und sonstige Dinge, die da greifen, um uns dann quasi dieser einer gleichwertigen Kommunikation zu berauben, sondern es gibt natürlich auch, Wikipedia beispielsweise hat ja 2500 User aussperren müssen, die eindeutig für irgendwelche Firmen Dinge gepostet haben und da PR betrieben haben. Oder andere, da gibt es etliche andere Beispiele, wo bezahlte Leute schwarmartig, kampagnenartig versuchen, bestimmte Themen durchzudrücken und andere niederzuschreiben, wo wir jetzt das Gleiche haben wie in der anderen öffentlichen Debatte. Ein Lobbyismus ist immer eine konservative Bewegung. Das heißt, man hat Geld mit einem bestimmten Konzept erwirtschaftet und dieses Geld kann man dann daran investieren, damit diese alten Konzepte weiterleben und weiter befeuert werden. Ein gutes Beispiel dafür ist die Debatte im Energiesektor, wo also die großen Firmen nach wie vor weiterhin suggerieren, Energiewende wäre nur mit ihnen möglich und nicht dezentral, worauf es ja hinauslaufen müsste. Und da wird dermaßen Kommunikation manipuliert bis hin zur Diffamierung von irgendwelchen neuen Technologien oder Menschen, die sich dafür einsetzen, das hat echt schon kriminellen Charakter, aber ein Bewusstsein für diese Art der Kommunikationsbeeinflussung scheint mir noch nicht so stark vorhanden zu sein, beziehungsweise es gibt dann schon wieder den nächsten Trick, jede Kritik daran, nämlich als Verschwörungstheorie dann abzutun. Ja. Ich komme jetzt schon zu meiner letzten Frage und da haben Sie mir gerade eine ganz wundervolle Steilvorlage geliefert, nämlich zu den Montagsmahnwachen. Die wurden ja auch zuerst massiv diffamiert. Die wurden als Neurechte, Friedensengel dargestellt, die für Völkerverständigung eintreten, aber trotzdem rechtsextrem seien. Also im Grunde ein Widerspruch in sich. Und letzten Endes haben diese Diffamierungen meiner Meinung nach nicht gegriffen, denn die Montagsmahnwachen gibt es nach wie vor. Sie sind nach wie vor erfolgreich, sie erfahren nach wie vor Zulauf. Ja, also das ist ein gutes Beispiel eigentlich dafür, wie Medien arbeiten. Man konnte das ja in einigen Sendungen sehen. Ich war hier mal vor Ort, um mir das anzuschauen in Berlin und war wirklich fasziniert, wie gezielt die Kollegen vom Fernsehen auf einige Exoten in der Gruppe zugegangen sind, um die in Ton und Bild aufzunehmen und quasi als repräsentativ für das darzustellen, was wohl angeblich die Montagsmahnwachen sein sollen. Und wo
dann teilweise ja, also ja, es gibt da auch Leute, die wenig politisch orientiert sind. Es gibt Leute, die jetzt erst politisiert wurden, die Angst haben vor einem Krieg, die dahin gehen. Das ist alles richtig. Da kann man auch ein Sammelsurium finden und je nachdem, was man sucht, irgendwas negativ darstellen. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man versucht hat, diese ganze Bewegung zu diskreditieren, sie an bestimmten Personen oder deren Äußerungen dann auch so festzumachen, was sie gar nicht sind, wenn man sich da versucht, mal einen Überblick zu verschaffen. Und es ist, ich denke, ich fürchte, es wirkt schon. Also ich, was ich mitbekomme beispielsweise, in der alten Friedensbewegung hat das also spalterischen Effekt. Also dass man, die einen sagen, wir müssen die unterstützen, wir müssen das mitkonstruktiv begleiten, das ist eine gute Sache. Und die anderen sagen, nee, auf keinen Fall, mit denen dürfen wir uns nicht blicken lassen. Da ist der und der mal gesehen worden und nachher die gute alte Kontaktschuld-These. Ja. Insofern glaube ich schon, dass eine Schwächung dieser Bewegung in gewisser Weise schon gelungen ist. Und ob es gelingen wird, indem man das nämlich vernünftig führt, das sind ja ganz verschiedene Akteure in allen möglichen Städten, die haben gleich sehr unterschiedlichen Charakter und ob es denn gelingt, daraus wirklich eine große Massenbewegung zu machen, ich sag mal so wie in den 80er Jahren, die Anti-Atom-Bewegung, da bin ich nicht mehr so sicher, weil es sind nicht nur in den Medien, es sind auch vor Ort Kräfte aktiv, die versuchen da Medienbilder richtig selber zu erzeugen, um dann diese Bewegung in Misskredit zu bringen. Das konnte ich hier in Berlin an einem Beispiel beobachten. Da gibt es wahrscheinlich noch mehr da davon. Und das ist natürlich übers Internet auch nicht immer eine sichere Möglichkeit zu sagen, hier, wir stellen die alternativen Bilder ins Netz, die sind immer gut, sondern es kann genauso gut gelingen, dass man übers Internet selbst Inszenierungen reinstellt, die eine Bewegung diskreditieren sollen. Und da Stichwort Aluhut, sind mir ein paar Sachen aufgefallen, welche Leute sich so ein Teil auf den Kopf ziehen, dass das nicht immer unbedingt irgendwelche Esoteriker sind, sondern ganz klare antilinke Positionen, die versuchen hier eine Bewegung zu diskreditieren als esoterisch, weil ihnen bestimmte friedenspolitische und auch kapitalismuskritische Stellungnahmen nicht gefallen. Das hat man ja auch bei 9/11 ganz deutlich gesehen. Da wurden also jetzt nicht irgendwie Piloten und Architekten interviewt, sondern man hat sich dann wirklich die wildesten Honks da ausgesucht, um dadurch diese ganze Skeptikerbewegung zu diskreditieren. Gut, wir kommen. Ja, beziehungsweise man hat auch, das ist ein ganz komplexes Thema, dazu habe ich ja einen Artikel mit zwei Kollegen geschrieben, Reframing 9/11, wie also auch ganz gezielt versucht wurde, diese Bewegung, also auch diese wissenschaftliche Bewegung zu unterwandern und unglaubwürdig zu machen, indem man nämlich da Themen einstreut, wie zum Beispiel esoterische Fragestellungen und solche Dinge, die dann natürlich so eine relevante Fragestellung, es gibt ja noch viele ungeklärte Aspekte dort, dann tatsächlich in Misskredit bringen, sodass eigentlich Journalisten ihren genuinen Auftrag nicht mehr erfüllen, nämlich zu recherchieren. Am Ende der Recherche kann man ja dann wissen, was Sache ist. Aber wenn ich durch die Tabuisierungsstrategie Verschwörungstheorie schon gar nicht mehr anfange zu recherchieren, habe ich natürlich meinen genuinen Auftrag verpasst. Ja, definitiv. Gut, jetzt erstmal vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen hatten, wie gesagt. Ich würde Ihnen gerne noch ein Schlusswort einräumen. Ich würde mich ehrlich gesagt gerne noch 2 Stunden mit Ihnen unterhalten, aber dann wird es zu lang und so die halbe Stunde, das sind so die Interviews, die am meisten aufgerufen werden. Ihr Schlusswort, Frau Dr. Schiffer. Mein Schlusswort. Also wir wollen die Medien nicht aufgeben, weder die alten noch die neuen. Im Gegenteil, wir brauchen sie alle. Wir müssten uns überlegen, wie wir da ein System schaffen, das wirklich unabhängigen Journalismus liefern kann. Da haben wir ja eine Lücke im System. Hehre Anforderungen an die Medien, aber letztendlich sollen sie ja als Wirtschaftsunternehmen fungieren, reüssieren oder eben unterliegen einer Quote. Das sind Dinge, die wir kritisch überlegen müssen. Und vielleicht ist
läuft momentan ein Mechanismus in dieser ja tatsächlichen Kriegsgefahr, in der wir uns befinden, dass viele Menschen durch das Versagen unserer Medien auf breiter Flur aufgeschreckt werden und aktiv werden. Und da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Das fängt an mit dem Gespräch beim Nachbarn und geht vielleicht weiter über Netzaktivität oder Leserbriefe, Programmbeschwerden, aber vielleicht auch einfach mal das Loben nicht vergessen. Kollegen in den Redaktionen stärken, die sich vielleicht mühsam mit einem Thema durchgesetzt haben, und zu zeigen, was wir wollen. Denn wir als Bürger eines demokratischen Staates haben da tatsächlich auch eine besondere Verantwortung. Ich danke Ihnen vielmals. Gerne, ich danke Ihnen auch.